Übersetzung von Das Schneeglöckchen von Hans Christian Anders. Nun sollst du es gut haben, du Sommernarr, Sommernarr, schallte es durch den kalten Morgen, denn Sommernarr heißt im Dänischen das Schneeglöckchen. Sommernarr! Jubelten ein paar Kinder, die in den Garten hinabkamen. Da steht einer, so lieblich, so schön, der Erste, der Einzige. Die Worte taten der Blume so wohl, es waren Worte wie warme Sonnenstrahlen. Die Blume fühlte in ihrer Freude nicht einmal, dass sie gepflückt wurde. Sie lag in einer Kinderhand, wurde von einem Kindermund geküsst und hinein in die warme Stube gebracht, von milden Augen angeschaut, im Wasser gestellt, so stärkend, so belebend. Die Blume glaubte, dass sie mit einem Male mitten in den Sommer hineingekommen wäre. Die Tochter des Hauses, ein niedliches kleines Mädchen, war eben konfirmiert. Sie hatte einen lieben kleinen Freund, der auch konfirmiert worden war. Nun arbeitete er auf eine feste Stellung hin. Es soll mein Sommernarr sein, sagte sie. Dann nahm sie die feine Blume, legte sie in ein duftendes Stück Papier, auf dem Verse geschrieben standen. Verse über die Blume, die mit Sommernarr anfingen und mit Sommernarr schlossen. Das Ganze war eine zärtliche Neckerei. Nun wurde alles in den Umschlag gelegt, die Blume lag darin und es war dunkel um sie her. Dunkel wie damals, als die noch in der Zwiebel lag. So kam die Blume auf Reisen, lag im Postsack, wurde gedrückt und gestoßen. Das war nicht behaglich, aber es nahm ein Ende. Die Reise war vorbei, der Brief wurde geöffnet und von dem lieben Freund gelesen. Er war so erfreut, dass er die Blume küsste, und dann wurde sie mit den Versen zusammen in einen Schubkasten gelegt, worin noch mehr solcher schönen Briefe lagen, aber alle ohne Blume. Sie war die Erste, die Einzige, wie die Sonnenstrahlen sie genannt hatten, und darüber nachzudenken war schön. Sie durfte auch lange darüber nachdenken. Sie dachte, während der Sommer verging und der lange Winter verging, und als es wieder Sommer wurde, wurde sie wieder hervorgenommen. Aber da war der junge Mann gar nicht froh. Er fasste das Papier hart an und warf die Verse hin, dass die Blume zu Boden fiel. Flach gepresst und trocken war sie ja, aber deshalb hätte sie doch nicht auf den Boden geworfen werden müssen. Doch dort lag sie besser als im Feuer, wo die Verse und Briefe aufloderten. Was war geschehen? Was so oft geschieht. Die Blume hatte ihn genarrt, es war ein Scherz. Die Jungfrau hatte ihn genarrt, das war kein Scherz. Sie hatte sich einen anderen Freund im schönen Sommer erkoren. Am Morgen schien die Sonne auf den flachgedrückten kleinen Sommernarren herab, der aussah, als sei er auf den Boden gemalt. Das Mädchen, das auskehrte, nahm ihn auf und legte ihn in eins der Bücher auf dem Tische, weil sie glaubte, dass er dorthin herausgefallen sei. Als sie aufräumte und das Zimmer in Ordnung brachte, und die Blume lag wieder zwischen Versen, gedruckten Versen, und die sind viel vornehmer als die geschriebenen. Wenigstens haben sie mehr gekostet. So vergingen Jahre. Das Buch stand auf dem Bücherbrett. Nun wurde es hervorgeholt, geöffnet und gelesen. Es war ein gutes Buch. Verse und Lieder, die es wert sind, gekannt zu werden. Und der Mann, der das Buch las, wandte das Blatt um. Liegt hier eine Blume, sagte er, ein Sommernarr. Es hat wohl seine Bedeutung,
dass er gerade hierher gelegt worden ist. Ja, liege als Zeichen hier im Buch, kleiner Sommernarr. So wurde das Schneeglöckchen wieder ins Buch gelegt und fühlte sich beehrt und erfreut, dass alle Zeichen von Bedeutung im Buche liegen bleiben sollten. Das ist das Märchen vom Schneeglöckchen, dem Sommernarr.